Die Fischekinder. Der heranwachsende Fisch braucht viel Liebe, Wärme und Verstehen. Aber er braucht auch eine lenkende Hand. Er neigt sehr zum Träumen und Trödeln. Das Wesen der im Zeichen der Fische geborene Kinder zeichnet sich schon früh durch eine außergewöhnliche Verwundbarkeit aus. Fischekinder sind stets äußerst anlehnungsbedürftig und sehnen sich nach Zärtlichkeit und Wärme. Sie genießen es, im Schoß der Familie heranzuwachsen und nichts ist ihrer Entwicklung so abträglich wie die Spannungen und Differenzen eines disharmonischen Familienlebens. Sich zu konzentrieren lernen junge Fische schwer, vor allem dann, wenn es um Dinge geht, die ihnen wenig gefallen. Aber es kann stundenlang lesen oder die Fische im Aquarium beobachten oder eine alte Uhr zerlegen. Handwerklich sind die Fische fast ausnahmslos sehr geschickt. Sie basteln und bauen und sägen und kleben, wissen auch in technischen Dingen meist früh recht gut Bescheid. Ausdauernd sind die Fischekinder vor allem in seinen Gefühlen. Das äußert sich zum Beispiel in starken Familienbindungen. In der Regel ist der Fisch kein Nestflüchter, sondern eher ein Nesthocker, der es durchaus zu schätzen weiß, im Kreis der Familie geborgen zu sein und die damit verbundenen Annehmlichkeiten zu konsumieren. Manuelles Geschick ist meist überdurchschnittlich vorhanden. Handarbeiten, Basteleien gelingen gut und machen Freude, schenken Befriedigung. Zur Selbstständigkeit ist ein langer Weg. Die meisten Fische sind Nesthocker. Kontakte zu Gleichaltrigen werden zögernd eingegangen. Engere Freundschaften bilden sich erst, wenn die Fische heranwachsen. Und dann gibt es öfter Enttäuschungen. Auf Ungerechtigkeit reagieren die Fische sehr empfindlich. Sie kränken sich sehr und sind tief unglücklich, wenn sie das Gefühl haben, dass andere ihnen vorgezogen werden. In der Pubertät nehmen diese Schwierigkeiten noch zu. Wo das Fischekind auf Verständnislosigkeit stößt, beginnt es sich innerlich abzukapseln. Seine naturgegebene Schüchternheit wird dann nicht selten zu einer echten Kontakthemmung. Wenn es wegen seiner skurril scheinenden Ideen ausgelacht wird, zieht es sich völlig in sein Innenleben zurück und wird zum Träumer. Dem sein äußerer Aufgabenbereich nur wie ein lästiges Hindernis auf den Weg zu einer schöneren bunten Märchenwelt erscheint. Ein Problem besonderer Art für viele Fischekinder ist das der Furcht. Sie sind rein anlagemäßig vielleicht äußerst schreckhaft, was sich im Verlauf ihrer Entwicklung bisweilen noch verstärkt. Da ihre in diesem Zusammenhang recht ausschweifende Fantasie ihnen die übelsten Streiche spielt. Ein Großteil jener hypersensiblen und nervösen Kinder, die nur bei Licht einschlafen wollen, weil sie ein dunkler Raum mit manischen Entsetzen erfüllt, gehören den Fischekindern an. Doch hat das Fischekind erst einmal erkannt, dass seine Furcht nur ein Produkt seiner eigenen Fantasie ist, vermag es nämlich auch damit fertig zu werden. Die Kinder des Fischezeichens sind meist schüchtern, aber gutartig, liebevoll und freundlich. Sie bemühen sich stets, ihre besten Charakterzüge hervorzukehren, um in ihren Benehmen gelobt und ermutigt zu werden denn sie neigen zu Zaghaftigkeit. Die Fische sind ein Wasserzeichen, das beweglich ist und vom Planeten Neptun beherrscht wird. Diese Zusammensetzung erklärt die zwiespältige Natur des Fischekindes, die Fülle seiner Einbildungskraft und seiner Gaben, die vor allem auf künstlerischem Gebiet vorhanden sind. Das Symbol des Zeichens besteht aus zwei Fischen die in die entgegengesetzte Richtung schwimmen. Daraus erklärt sich die Unentschlossenheit und Zaghaftigkeit, die oft bei den Fischegeborenen anzutreffen ist. Das Fischekind braucht eine geschickte Hand zur Führung und Festigung seines Charakters, damit es seine besten Eigenschaften entwickeln kann. Das Element des Wassers verstärkt die gefühlsmäßige Seite seines Wesens. Und die Stimmung wechselt leicht von einem Extremen ins andere, vom Frohsinn zur Trauer und Niedergeschlagenheit. Hier sollte man mit Fingerspitzengefühl und Takt den besten Weg suchen, um dem Kind zu helfen, seine Labilität zu überwinden. Die negativen Einflüsse des Zeichens verwirren beim Fischegeborene die Klarheit der Erkenntnis und behindern das realistische Denken. Aber das Fischekind besitzt meist überdurchschnittliche geistige Gaben. Es strebt in allem, was es unternimmt, nach Vollkommenheit, und seine lebhafte Fantasie vermag es auf künstlerischem Gebiet zu führen. Das Kind begreift schnell und lernt mit Leichtigkeit, wenn es bereit ist, sich zu konzentrieren.